Guck, das hat sie auch gleich an. Das ist cool gemacht. Machst du da? Mach das ordentlich. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. Das ist aber schön, dass ich in Ordnung bin. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Aha, aha. Edna? Edna bricht aus. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Nein, die brauche ich. Sure is. Pavati, the Tennysons nicht. Came over on the groundbreaker. My grandmother, Chief Gang, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. You must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Nein, nein. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Das ist gut. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Nein, ich muss Pavati behalten. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power. And they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Keine Angst, ich werde jetzt das machen. Ich bin 9! Pavati, wir sind 9. Das ist aber schön. Gut. Charakter, Fertigkeiten. Wir haben 10 Punkte. 10. Hacken machen wir hier auf 30. Da habe ich 40 gebraucht vorhin. Überzeugen machen wir auch auf 30. So, das ist hier wichtig. Gibt es hier ein. Dann gibt es hier ein und hier 2. So. Ich mag so eine Zahl nicht. Vielleicht sollte ich das auch mal hier beim nächsten Mal. Aber aufgeladene Nahkampfangriffe, wenn du die Angriffstaste gedrückt hältst, welches ist denn die Angriffstaste? Ich weiß das doch nicht. Ah, hier baut sich das dann auf und dann werden hier andere Funktionen freigeschalten, wenn man dann soweit ist. Aber Vorteile haben wir nicht. Details? 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 Ruf. Der Vorstand. Noch sieht er mich neutral. Groundbreaker annehmbar. Angesehen, angesehen. Aha. Da müssen wir überall angesehen, außer hier. Der Vorstand muss sterben. Nein, hier wird nicht geknackt. Hey, you the one who fixed this? Edna, Edna braucht Hilfe. You really saved our buns. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Me? No, but our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5. No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or
Sometime dire soon. Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. Ach so? The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. Mm-hmm. The chief. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Aber Junlei hat uns doch hergeschickt. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Ja, mache ich jeden Morgen. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Da müssen wir auch noch hin. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Aufgabe gekriegt? Die stummen Stimmen. Reise zum Relais. Das können wir aber nicht. Das sollen wir machen. Und hier machen wir das jetzt erstmal. Das brauchen wir ja für unseren Roboter. Und wir müssen ja noch zu dem Typen, damit wir eine Startfreigabe kriegen. Wo ist denn das? Das ist hier nicht. Ich dachte, ich habe jetzt eine... Ich habe doch eine Mission angenommen. Die Sanitätsmaschine habe ich angenommen. Aktiv setzen. Codex, Tagebuch. Hm, das brauchen wir jetzt nicht. Hier ist aber nichts. Nee. Hm. Special Choice. Spratwurst. Ikes Amori. Verkaufsautomat. Warum geht das nicht? Ich hätte das jetzt erwartet, dass ich hier, wenn ich jetzt hier eine Mission auswähle, wenn ich das zum Beispiel mache, dann haben wir wieder einen. Dann sollen wir nämlich zu unserem Raumschiff. Und das nützt uns nichts. Nehme ich mal an, dass wir dahin sollen. Warte mal. Ich habe hier nur die lokale Karte. Schade. Ja, ist ja gut. Oder muss ich zu ihr? Das ist hier drinne. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Uh-huh. I'm expecting our delivery fellow to stop through with medical supplies and service auto mechanicals. Mm-hmm. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Ja, hier kann ich nicht rein. Ach so. Hey, I saw that.
Ich hab nichts gemacht. What do you think you're doing? I'll look the other way this time. Ja, ist mir egal. Ich kann jetzt hier alles stehlen, ne? Wie geht das denn? Ah, jetzt ist... Hi. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? So. Da kann ich sehen, wie lange das noch geht da unten, glaube ich, mit dem Balken, ne? Bin jetzt getarnt. Noch. Wir müssen uns aber eigentlich mit jemandem unterhalten, ja? Versperrt? Jesse Doyle. You whole-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Die will noch nicht mit uns reden. Also hier kommen wir jetzt rein, weil wir den Ausweis haben. Da ist sie. Ich würde sagen, das nimmt ab. Ich gehe wieder raus. Hi. Ist nichts passiert. Der Doktor hat nicht mal gebohrt. Ja. Was habe ich denn jetzt als Aufgabe? Kritische Lösung. Ich kann auch noch nicht weg. Freie Passage, da muss ich da erstmal mit ihm reden. Da hinten. Was ist das hier? Kann ich knacken? Komm mal rein hier. So, you got that? Was denn? Wir wollen nur mal gucken. Okay. Hi. Ist hier irgendwas? Warum kann man hier reingehen? Hier kann man auch wieder weiter. Jetzt bin ich hier. Ah. Aha. Oh. Alles meins. Haben wir alles? Aha. Schnell wieder weg. Ich dachte, das wäre eine andere Tür. Hier ist eine Lalalei. Ich lalle schon. Alle meine. Das braucht man alles zum Knacken und Hacken. Und ich glaube, die Tür da hinten ist zu. Hier. Von hier sind wir gekommen. Wir müssen ja gute Taten tun. Ich spekuliere einfach drauf, dass der Typ, mit dem wir verhandeln müssen, dann vielleicht gesprächsbereiter ist.
spekuliere einfach. Wer hat dich denn auf dem Klo eingeschlossen? You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually, two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Oh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. You're gonna shake me down after I was trapped in a shit-covered bathroom? Is that how it is? Ich kann die Tür auch wieder zusperren. That all? Of course. Everyone on the ship's gonna hear about this. Hell, it's the only chance I've got to keep my job. Ich muss meinen Ruf verbessern. Siehste? Und das hat funktioniert. Oh, wo sind wir denn hier? Erstmal gucken. Da ist nichts drin. Ich glaube, eine Lost Hope Schlüsselkarte. Da ist nichts drin. Ich glaube, ich kann gleich mal irgendwo einen Automaten suchen, wo ich was loswerde. Langsam wird es, glaube ich, eng. Haben wir alles? Oh nö, haben wir nicht. Hi, ich habe eine Schlüsselkarte. Hier ist gar keiner. Der Koch. Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Der Name der Mops, der Koch den Löffel und schlug dem Mops zu Ei. Ja, ist mir gerade so eingefallen. Ich weiß, dass der Sebi Möpse mag. Also die Hunde. Die anderen Möpse bestimmt auch, aber da will ich jetzt nicht so weit mich drüber auslassen. Sonst gibt's Ärger, glaube ich. Gibt's Haue. Ja, wir können jetzt zu Gladys wieder gehen. Und zu ihm. Ob ich erstmal zu Gladys gehe? Ich gehe mal zu Gladys. Ich wollte auch... Hier ist ein Automat. Verkaufen. Jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Schrott. So, und dann gucken wir mal. Waffen werden nicht verkauft. Rüstungssachen. Die behalte ich auf jeden Fall. Die Schweißerbrille. Weg. Weg. Das hat Slots. Laborkittel. So, das ist Parvatis Zeug. Hier hatte ich ja gesagt. Oh, hier habe ich aber jetzt. War ich aber fleißig. Eine Minute, 30 Sekunden weg. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. 15 Sekunden. Ich weiß nicht. Man, ich finde. Also, ich muss immer nach irgendwelchen Dingen mich orientieren, weswegen ich bestimmte Sachen nicht behalten will. Und das ist für mich das Einfachste, wenn ich hier einfach auf die Zeit achte. 30 Sekunden war der... Ja, ich habe viel Zeug. Aber hier oben muss ich auch ein bisschen drauf achten, aber da geht schon 160. War das vorher nicht weniger? Ich weiß das nicht mehr. Hier habe ich dann auch mehrere, deswegen ist das so, wie es ist. Purpleberry Bunch, den haben wir aber geschenkt gekriegt. Nein, den behalte ich. Eine Minute, zwei Minuten. Na, das behalte ich sowieso. Zwei Minuten. 30 Sekunden.
2 Minuten. Gourmet-Tuna-Filets da, Dings da. Wir gehen erstmal zu ihr. Wir wollen mal gucken. Wir werden mal erzählen. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Yes, dearie? Was soll ich noch? Take that darling ship of yours down the roseway. Scheiße. Kann man das abbrechen? Anytime. Warum sollte ich jetzt hier hin? Ich kam doch da noch gar nicht hin. Ich muss mit dem Typen reden. Mit dem da. Ich mag nicht. Das wird jetzt in die Augen, ins Auge gehen. Vermute ich.